Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Final Fantasy Fria, The After Years. Und wir sind hier immer noch in diesem Wald und dieser Höhle meine ich natürlich. Und haben hier gespeichert, oder die Höhle des Nebels, genau. Und jetzt gehen wir weiter. Mal gucken, was jetzt hier noch so erwartet. Dum-di-dum. Wo geht's weiter? Ich sprich von Siegel drauf. Noch ein Kampf kommt. Oh, neue Gegner, die hatten wir nicht. So, einmal ist weg. Und immer schön Schaden. Zack. Jawoll. So wollen wir das sehen und nicht anders. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen bedanken. Erstmal natürlich für die ganzen Daumen, die ich bekommen habe. Ja, und finde ich cool. Auch die Klickzahlen steigen allmählich. Ein bisschen vor sich hin. Ja, und der Timer starten wir auch nochmal neu. Sonst wird das nachher wieder so ein Langpart. Den wollen wir ja nicht ewig halten. Oh, Level Up! Ja, aber nicht ewig. Levita. Wollen wir natürlich nicht ewig aufzeichnen. Dann gucken wir uns mal die Magie Levitas an von Theodor. Und Levitas sagt: 8 MP kostet das, Ziel über den Boden schweben lassen. Ist jetzt nicht so pernös. Was heißt, dass links natürlich nicht weitergeht. Okay. Ah. Das ist ein Safe Point. Ich glaube, es geht doch links weiter. Gehen wir doch nochmal. Okay. Ah, wenn jetzt hier ein Safe Point ist, geht es hier auf jeden Fall weiter. Nein, wir kommen. Wir gehen aber in die andere Richtung. Sorry, sorry, sorry. Aber es kann ja sein, dass da irgendwo noch ein Secret ist. Von daher also machen. Ja, deswegen. Oh, ein Hinterhalt. Ja, super. Das kann ich ja gebrauchen. 184. Was hat der denn gebraucht? Darf ich jetzt nochmal? 3, 2, 1, oder? Ne, wir dürfen. Hau ihn um. Zack. Oh, der lebt noch. Immer noch. Au. Auch noch ein paar mehr Schläge. So. Ah, noch jeder einmal. Nee, du triffst. Ja, trifft. So. Und der letzte. Hoffen wir mal. Ja, Critical. So muss das sein. So, dann wollen wir gleich nochmal ein bisschen Lebenspunkte. Oh, Level Up. Lebenspunkte verändern. Nee, verändern, auffrischen. Und zwar. Einmal, zweimal, dreimal und eins. Ach, aber ihr müsst was voll machen. Egal. Weiß nicht. Nee. Ah, seht ihr, Jungs und Mädels? Leute, eine X-Potion und eine Hütte. So. Aber auch hier geht's weiter. Wenn er hier nicht hinkommen würde. Ich muss diesen Raum hier nochmal an. Wenn nicht Gegner hier wären. So. Geronimo! Ja, komm, hau ihn auch mit einem Schlag um. Nee. Ach, wir werden ja genadelt. Nee. Und noch mal. Ah, daneben. Haha. Aber muss aufpassen. Solche Tierchen können einen mal vergiften. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten gerade. Links oder rechts rum? Oh, das ist schön. Nee, hier ist nichts mehr. Das ist jetzt so eine Sache. Wenn rechts treffen. Nein, ich glaube, wir müssten dann später rechts rum, aber zuerst links rum. Weil hier wird es Kampf geben. Was ist das denn? Ach komm, One Hit. Jawohl, bin ich gut? Ich bin Hellseher. Ich sollte Orakel für die Fußball-WM werden. Das Atarakel oder so ähnlich. Oh, eine goldene Sanduhr. Die im An- und Verkauf was bringt. Ich weiß es nicht. Jetzt hier lang. Einfach in einen Raum. Mit Truhen. Haben wir ja doch alles richtig gemacht. Was bekommen wir? Einmal Brünne und einmal Gegengift.
Das wollen wir natürlich erstmal inspizieren. Items. Gegengift und Brünne. Brünne ist eine Rüstung. Ah, gucken wir gleich mal uns an. Unter Ausrüstung. So. Granat gegen Brünne. Ja gut, wir würden Reflexe 10 verlieren. Magieabwehr 2 und Reflexe von Magie. Nee. Gucken wir uns mal die vom mysteriösen, nee, verhüllten Mann an. Verhüteten Übungskleidung. Ja, wir würden einen Abwehr mehr kriegen, Magieabwehr, aber Reflexe. Nee. Machen wir nicht. Dann gehen wir lieber wieder raus. Also wenn ein Punkt mal runtergegangen wäre, wenn nur ein Punkt oder zwei Punkte irgendwo runtergehen, ist nicht so schlimm. Aber bei zwei Sachen gleich mehrere Punkte oder drei, wie beim Hauptcharakter. Als Theodore. Naja, das macht man halt dann nicht. Unterwegs mit einem Schlag weg. Naja gut, aber anders hat es auch natürlich einen Vorteil, wir trainieren so ein bisschen. Das kann uns dann höchstwahrscheinlich dann im Verlauf des Spiels immer helfen. Jawoll. Oh, es gibt, glaube ich, ein Item. Ja, ein Einhorn. Ja, ich bin auch ein Einhorn. Kann jede Frau bestätigen. Ich weiß, der war sehr flach. Ihr müsst doch nicht die Beine heben. Der ging unter dem Erdboden lang. Ja. So, dann wollen wir hier mal in und dann werden wir sehen, was hier passiert. Aber so schnell der nächste Save Point. Eigentlich haben wir ja noch ein paar Minütchen. Na ja, gut, wir könnten ja ein Zelt benutzen, wenn wir hier noch ein bisschen Damage kriegen sollten. Ich frag mich sowieso, warum er diese Höhle will. Wahrscheinlich weiß er mehr, als er sagt. Also der verhüllte Mann. Schließlich weiß er seinen Namen, nur wir nicht. So, dann wollen wir mal hier. Zack. Item benutzen. Ein Zelt. Ach, da verändert sich die Tageszeit, ja. Also die Mondeszeit. Neumond. So, gucken wir mal, was er macht. Fernkampfangriffe runter und Heilung runter. Das ist nicht so berauschend. Weil, so zwischendurch mal so eine kleine Potion. Damals, es wirkt jetzt viel stärker. Wo kommt das her? Wir sind direkt drüber. Ja, ein Tausendfüßler. Ja, komm her, Baby. Guck, ob der irgendwelche Effekte hat, wo man nicht angreifen sollte. Ein Erdbeben macht er. Wie viel Schaden das macht. Naja, es geht. Kann man schon mehr mitlegen. Erleben. Nee, mehr haben. Als. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe gerade die Worte verloren. Aber ich habe eine Idee. Und zwar. Nein. War denn das? Nein. Kurzen Stopp. Auch nicht. Oder Arvid. Mal gucken, ob der so ein bisschen Schaden macht. Ja, hätte jetzt sicher alles. Ja, macht schon mehr gut, aber in der. Heilen. Im Endeffekt gesehen. Naja, wären wir anders schneller gewesen. Aber. Weiß Magie. Dann nehmen wir Vitra. Und zwar Ziel alle. Naja, hat er nicht wirklich viel gebracht. Dann greift er an. Und Theodor heilt so ein bisschen. Machen wir dasselbe nochmal.
Wir wollen ja nicht umkippen. Das machen wir jetzt noch zwei, dreimal. Dann dürften wir Ruhe haben. Das Theodor haut schon, bekommt schon was Rucklocke zwischendurch. Und wieder Erdbeben auf beide. Aber er kann uns so nicht tot kriegen. Oh, 607er Crit. Jawoll. Das nennt man Heitscher. So. Das tut jetzt wirklich Not. Und gleich natürlich wieder Theodor und. Ja, die Summe ist ein Ticken zu klein. Wir hätten das Zelt nicht benutzen dürfen. Aber naja, gut. Man muss ja gucken, dass man mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöht. Vorsichtig. Und deswegen finde ich das ja an dem Teil auch recht geil, dass hier halt ab und an so dies verändert, mal mehr Nahkampfdamage, mal geht Range-Waffen Schaden runter oder Schwarzmagie hoch und runter oder so. Das ist ganz cool gemacht, doch. Und natürlich auch Weißmagie. Machen wir jetzt noch einmal die Heilung und dann greifen wir einmalig nochmal mit beiden an, wenn wir nicht so viel Schaden kriegen wollten. Denke ich mal. Aber wie gesagt, ich finde das ganz aber wieder ein Crit. Na, wir können das auch immer noch längere Zeit durchziehen. Da kann uns nichts passieren. Es sei denn, natürlich hat irgend so eine pornöse Todesangriffsattacke des Todes. Ah, es könnte jetzt ein bisschen Aua geben gleich fürs Theodor, weil wenn er nochmal angreift. Jawohl. Ja gut. Vielleicht. Ja, gut, hat's ja nicht. Also, Theodor hat ein kleines bisschen zu wenig Life, also so mit 800 würde ich mich wohler fühlen. Ja gut, das hat er richtig gemacht. War auf den anderen gegangen. Aber langsam könnte er auch mal umkippen. Kommt dann wahrscheinlich mit zwei, drei Brüdern raus. Und was gibt es Schönes? Oh, 14k. Level up! Ja, das ist schon gut. Alles in Ordnung? Mhm, alles gut. War dieses Ding der Bewohner dieser Höhle? Mhm, ich würde sagen, zumindest dieses Mal. Hä? Ja, ich könnte natürlich zum Savepoint zurückgehen. Um dann nochmal ein Zelt zu benutzen. Hier müssen sie durchgekommen sein. Dürfen nicht entkommen. Befehl des Königs! Da sind sie! Hm? Da auch! Wir sind umzingelt! Was sollen wir machen? Es gibt keinen Ausweg! Was zum? Der Nebel wird dichter! Leise! Leise, leise, leise! Wo sind sie? Im Nebel waren sie auch nicht. Also bedeutet das, dass sie irgendwo in der Nähe vom Baron sein müssen. Ne, steht ein Meter entfernt. Der Nebel, er hat uns gerettet. Hm. Was ist? Nichts. Lass uns gehen, bevor sie wiederkommen. Ja.
Ich habe hier links eine Truhe gesehen. Irgendwo. Da wollen wir als erstes hin. Bomberarm. Oh, was ist das denn? Mal schnell mal an. Items. Bomberarm. Bomberarm. Da. Dauert teurer. Achso. Na, wir könnten natürlich jetzt rechts rumgehen. Da ist ein Ausgang. Eine Höhle wird es wahrscheinlich nur sein. Da geht. Oh! Was für ein Hinterhalt. Na komm. Nein! Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen den hier. Wicht! Au! Witzig! Da sind wir dabei. Ha! Das war dumm. Das war nämlich sein Untergang. Fuß! Wie klein er da ist! Ja, ja, jawohl! Ja, auch wieder ein Level Up. Wenn die Kiste nehmen wir. Wohl, nee. Wir gehen erst hier lang. Wir wissen, was da oben ist. Da geht's weiter. Jetzt bin ich raus. Naja, gut. Vor uns liegt Nebel, stimmt's? Ja, stimmt. Ich dachte, der Berg östlich des Dorfes ist da eingestürzt. Das nutzen wir zu unserem Vorteil. Was? Wir erwarten nicht, dass ein paar Flüchtlinge dort entlang gehen, könnte ich mir vorstellen. Wir marschieren geradewegs in einen eingestürzten Berg? Ganz genau. Moment mal! Jetzt sag, warum tust du all das für mich? Ich mache das nicht für dich. Es gibt einen Mann, hinter dem ich her bin. Jemand, den ich besiegen muss, selbst wenn es mein eigenes Leben kostet. Ein Mann? Und wer ist es? Ein Dragoner, ehemals von Baron. Hey, dein Name lautet doch nicht... Alle der Gebete. Worum? Was ist denn das da? Der Drache, er weint. Eine Heulsuse. Berg der Tortur, Kreuzung. Das Ziel. Dios Geschichte, der letzte der Rotschwingen. Dinos Geschichte abgeschlossen. Möchtest du speichern? Wenn du deine Anschlussdaten jetzt speicherst, kannst du Stufe und Items für andere Geschichten behalten. Dann machen wir das. Zack. Aber ja. Dann haben wir das. Und ihr seht, bam, gleich ganz viele neue Geschichten. Das sehen wir dann aber im nächsten Part. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und würde mich wieder über viele Daumen und auch Kommentare und so weiter freuen. Ja. Macht's gut, Leute.